Beim Open-Closed-Principle haben wir gesehen, dass es sinnvoll ist, eine Schnittstelle für seine Software zu definieren. Und das Interface Segregation Principle gibt uns einen Hinweis darauf, wie diese Schnittstelle beschaffen sein sollte. Und das kommt jetzt. Sie sind immer noch von dem Wunsch beseelt, sich selbstständig zu machen. Dieses Start-up, wo Sie Hunde ausführen wollten, das hat sich nicht so richtig durchgesetzt im Behördendschungel. Und jetzt haben Sie beschlossen, sich als freiberufliche Softwareentwicklerin selbstständig zu machen. Sie haben schon eine Idee. Sie bringen die wahnsinnig innovative Software Bauzeichner 2.0 auf den Markt. Damit kann man elektronisch Häuser zeichnen. Gibt es ja sonst noch gar nicht. Das ist das innovative User Interface von Bauzeichner 2.0. Und die Software funktioniert so. Oben haben Sie eine Anzahl von Bauelementen, die Sie auf die Zeichenfläche ziehen können, und dann können Sie mit diesen Bauelementen irgendwelche Dinge tun. Bauelemente, das ist sowas wie Türen, Fenster, Garagenwände und Dächer und dergleichen mehr. Die Optionen, die Sie mit den Zeichnungselementen machen können, sind so, wie man sich das in einem Editor vorstellt. Sie können etwas verschieben, Sie können etwas in X-Richtung skalieren oder in Y-Richtung oder vielleicht in beiden Richtungen oder Sie können es einfärben. Wenn Sie das jetzt mal in ein Interface verpacken, dann würde es sich anbieten, sowas hier zu definieren, weil Sie haben ja ganz verschiedene Zeichnungselemente und jedes dieser Zeichnungselemente würde dann solche Basisoperationen bereitstellen, wie eben Move, Scale X, Scale Y, Scale XY oder Color. Und das Ganze nennen Sie einfach mal Drawing Interface. Also dieses Drawing Interface würden dann alle Elemente, die in Ihrem Tool verfügbar sind, implementieren. Die Tür, das Fenster, das Fundament, das Dach und so weiter. Jetzt gibt es aber ein Problem. So ein Fenster, damit kann man alles machen. Das Fenster kann man verschieben, das kann man in X-Richtung skalieren, in Y-Richtung skalieren, weil man Fenster auf Maß machen kann. Man kann dementsprechend ein Fenster auch in X- und Y-Richtung gleichzeitig skalieren und man kann auch farbige Fenster bestellen. Aber es gibt Elemente, da ist der Freiheitsgrad nicht so groß. Nehmen wir beispielsweise mal die Eingangstür. Bei der Eingangstür zum Beispiel ist die Skalierung eingeschränkt. Ich kann die Tür in der Y-Richtung skalieren, das heißt, ich kann sie ein bisschen höher machen, statt 2 Meter Höhe, zum Beispiel 2,20 Meter. Weiß ich zufällig, weil ich so groß bin. Ich kann aber eine Eingangstür nicht breiter machen, als sie ist. Also da muss ich danach gehen, was im Katalog steht, weil das ja mit der Statik der Tür zu tun hat. Ich kann die Tür beliebig im Haus bewegen und ich kann sie auch in verschiedenen Farben ordern. Das ist kein Problem. Dann gibt es aber noch andere Bauteile, die sind weiter eingeschränkt, wie zum Beispiel das Fundament. Meine Bauzeichner 2.0 Software funktioniert so, dass ich das Fundament am Anfang einmal platziere und danach kann ich es nicht mehr bewegen. Ich kann es noch breiter oder schmaler machen, aber ich kann es nicht höher machen und ich kann es natürlich auch nicht einfärben. Das heißt, ich habe eine große Anzahl von Bauelementen in meinem Zeichentool und diese Bauelemente implementieren unter Umständen nicht alle meiner Zeichenoperationen. Bleiben wir mal bei dem Fundament. Wenn ich jetzt eine Klasse Fundament habe und dieses Fundament soll das Drawing Interface implementieren, dann müsste ich zum Beispiel bei dem Move eine Unsupported Exception werfen. Und nur das Scale X kann ich implementieren. Das heißt, ich habe ein Interface, was implementiert wird von Fundament. Und wenn ich dann versuche, an der Stelle das Move aufzurufen, dann fliegt eine Exception. Das ist dann schon ein bisschen unschön, weil ich würde eigentlich mir wünschen, dass ich eine Operation, die ich auf einem Element gar nicht ausführen darf, auch gar nicht angeboten kriege. Sie aber angeboten zu kriegen und dann führe ich sie aus und dann fliegt dann eine Exception, ist irgendwie nicht besonders robust. Also ich muss dann immer, wenn ich diese Operation ausführe, mich sehr sorgfältig um so ein Error Handling kümmern, um diese Exceptions aufzufangen. Das ist also nicht so ganz ideal. Es gibt noch einen weiteren Nachteil. Wenn ich jetzt in meinem UI die Tools auf der Werkzeugleiste anordne und ich habe dann zum Beispiel ein Move-Tool und ein Scale-Tool und ein Color-Tool, dann würden diese Tools natürlich alle dieses Drawing-Interface benutzen. Nun ist es dann aber so, dass das Move-Tool nur eine von fünf Operationen aus diesem Drawing-Interface benutzt, das Scale-Tool immerhin drei und das Color-Tool auch wieder nur eine Operation. Das heißt also, jedes dieser Tools
importiert ein Interface, was jede Menge Funktionalität mit sich bringt, vielleicht noch eine Menge von irgendwelchen Datentypen, also zum Beispiel die Art, wie eine Farbe abgebildet wird. Und jedes Mal, wenn ich irgendetwas davon ändere, was in diesem Drawing-Interface eine Rolle spielt, muss ich gleichzeitig alle anderen Abhängigkeiten auch mit ändern. Das führt zu einem hohen Maß von Abhängigkeiten innerhalb meines Systems. Ist nicht unmöglich, ist aber unschön, weil ich dadurch eigentlich häufiger mal das Move-Tool, das Scale-Tool, das Color-Tool neu kompilieren muss, obwohl ich das eigentlich gar nicht müsste. Das führt uns zum Interface Segregation Principle, was besagt, Clients should not be forced to depend upon interfaces that they do not use. Das ist genau der Fall, den wir hier hatten. Wir hatten ein relativ dickes Interface, nämlich das Drawing Interface, was eine Menge von verschiedenen Operationen enthält. Und wir haben verschiedene Arten von Clients. Wir haben Clients in dem Sinne, dass wir Klassen haben, die das Interface implementieren wollen und die gezwungen sind, Methoden zu implementieren, die sie eigentlich gar nicht können und dann so eine Exception werfen. Und wir haben Clients, die das Interface rufen, so wie unsere Tools. Und die eine Menge Operationen angeboten kriegen, die sie gar nicht brauchen. Was wir eben gesehen haben, ist ein sogenanntes Head-Interface. Head-Interface heißt, sämtliche Methoden, die ich habe, werden in einem Interface zusammengefasst. Das Gegenstück zum Head-Interface ist das Role-Interface. Das Role-Interface verdeutlicht genau einen Aspekt, unter dem ein Client das Entity sieht. Namensempfehlung ist sowas wie Wir schauen uns das mal an unserem konkreten Beispiel an, dann wird es ein bisschen deutlicher. Die Role Interfaces, die wir in unserem Fall hätten, wären X scalable, Y scalable mit den Methoden ScaleX und ScaleY, davon abgeleitet XY scalable, also etwas, was ich in beide Richtungen skalieren kann. Das sammelt die beiden Methoden ScaleX und ScaleY auf. Und bietet noch eine zusätzliche Methode Scale XY an, mit der ich in beide Richtungen gleichzeitig skalieren kann. Die weiteren Aspekte, die ich als Role Interfaces habe, sind Movable und Colorable, jeweils mit den Methoden Move und Color. Damit habe ich jetzt zwar mehr Interfaces als vorher, aber ich habe meine Aspekte feingranular jeweils auf ein Interface verteilt und kann jetzt wesentlich differenzierter sagen, was denn ein bestimmtes Zeichenelement kann. Wenn ich zum Beispiel meine Eingangstür nehme, dann implementiert die Movable, Colorable und Y-Scalable, während mein Fundament nur das Interface X-Scalable implementiert. Damit habe ich diese Verlegenheit nicht mehr, die ich eben hatte, dass nämlich die Klasse Fundament auch die Methode Move anbieten muss, weil das Interface das ja so vorsieht, und dann eine Exception schmeißen muss, wenn Move wirklich implementiert wird. Nein, Fundament bietet jetzt wirklich nur noch dieses eine Role-Interface X-Scalable an und mein Zeichentool weiß genau, was es dann mit dem Fundament tun kann. Damit haben Sie die wesentlichen Aspekte des Interface Segregation Principles kennengelernt. Zerteilen Sie ein Interface, eine Schnittstelle von einem Entity, einem Modul und dergleichen in verschiedene Aspekte, in verschiedene Rollen, unter denen ein Client dieses Entity oder dieses Modul wahrnehmen könnte. Haben Sie keine Scheu vor vielen kleinen Interfaces und benennen Sie diese Interfaces nach dem Aspekt oder nach der Rolle. Ein gutes Namensschema ist auf Englisch dieses IBL, also Movable, Colorable und dergleichen mehr.